25 Jahre Geländewagenfreunde Bayerischer Wald sind Anlass genug, eine Sause steigen zu lassen. Am 30. April 2015 begannen die Feierlichkeiten mit Ausstellung, Vereinsvorstellung und Partylaune beim Gründungsmitglied Heinz Plötz von HP Geländewagentechnik in Bad Kötzting. Zum Offroad-Fahren ging es ins rund 40 Kilometer entfernte tschechische Janowice, wo auch die Siegerehrungen stattfanden. Schon die Vogelperspektive zeigt, wie toll das Gelände ist. Doch so richtig spaßig wurde es in Janowice direkt auf Mutter Erde oder eher in ihr. Sogar für die Vierradler erwies sich das Schlammloch als ausgesprochen anspruchsvoll. Einer allerdings fühlte sich hier ganz in seinem Element. Matthias Bader mit seinem Evolution Buggy. Der Eigenbau aus Passau war nicht der einzige in Janowice, der mit roher Gewalt in Form eines V8 Big Blocks daherkam. Aber der spektakulärste, wofür bereits zwei gelenkte Unimog-Achsen sorgten. Mit denen Matthias zur Freude der Zuschauer im Tiefschlamm dann sogar ein paar Donuts drehen konnte. Matthias Bader. Das ist mein Rockroller Buggy und mit dem bin ich heute unterwegs gewesen, auch im Schlamm und Dreck, und ja, der fährt einfach super durch und die großen Räder sind toll für solches Gelände. Polaris Urgestein Heinz Plötz konnte damit serienmäßigen Sportsman und RZR 1000 natürlich nicht gegen anstinken. Dafür konzentrierte er sich dann auf geländegängigen Service und Geschicklichkeitsübungen. Ihren Spaß hatten in Janowice auch die Kleinen. Sicher mit Helm. Die meisten zumindest. Über zu wenig Schmutz konnte sich beim 25-jährigen Jubiläum der Geländewagenfreunde Bayerischer Wald in Janowice am 30. Mai 2015 eigentlich niemand beschweren. Abgesehen von ein paar wenigen, die ATVs dort tatsächlich für sinnvolle Aufgaben eingesetzt haben. Hey, lass dich überhaupt gehen, seh dich nie denken.